Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir euch 5 Schnelligkeitsübungen für Fußballer. Die erste Übung machen wir mit der Laufleiter. Leute, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und abonniert uns. Okay, let's go! Bei der ersten Übung trainierst du einerseits die Koordination und die Schrittfrequenz. Beides sind wichtige Komponenten für die Schnelligkeit. Du kannst verschiedene Übungen auf der Leiter machen, wichtig ist einfach der 100%ige Sprint danach. Übung Nummer 2, Sprints mit Richtungswechsel. Bei dieser Übung geht es darum, dass du so schnell wie möglich die Richtung beim Sprinten wechseln kannst und dich dabei kräftig abstoßt. Im Fußball musst du oft schnell reagieren und darum ist diese Übung sehr, sehr wichtig. Übung Nummer 3, Abbrechen und Beschleunigen. Bei der dritten Übung geht es darum, dass du abbremsen und dann sofort wieder beschleunigen musst. Im Fußball gibt es sehr viele Stop-and-Go-Momente. Die vierte Übung ist eine Explosivitätsübung. Du startest auf den Knien und springst explosiv hoch, ohne den Boden mit den Händen zu berühren. So aktivierst du die schnellen Muskelfasern. Die fünfte Übung machen wir mit dem Widerstandsquad. Bei der letzten und anstrengendsten Übung geht es darum, dass du auf den ersten paar Metern schneller wirst, sprich einen besseren Antrieb bekommst. Du musst immer wieder beschleunigen und wirst dabei noch zusätzlich von einem Gurt nach hinten gezogen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und euch weitergeholfen. Unten in der Beschreibung seht ihr auch noch unseren Instagram-Channel. Dort posten wir auch viele Trainingsvideos. Bis zum nächsten Mal.